Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ark. In der letzten Folge habe ich mal wieder ein Parasaurus verloren. Wir haben einen unendlichen Kampf gemacht und ich bin gestorben, weil ich Eier geklaut habe. So viele Sachen sind passiert in der letzten Folge, solltet ihr sie nicht gesehen haben, guckt sie euch auf jeden Fall an. Und heute begeben wir uns auf jeden Fall auf eine Reise ins Nimmerland, um ein Parasaurus zu finden. Mal gucken, wie das ausgehen wird. Viel Spaß! Und so eine Schildkröte für im Wasser surfen ist bestimmt auch ganz cool. Garantiert. Oh Gott, während des Erdbebens nicht schwimmen. Ist ja grausam. So, weil es einfach was nervt, oder? Nee, weil du hin und her gesteuert wirst. Echt? Ja. Cool. Oh! Was? Okay, ich wurde hin und her gesteuert, weil ein Piranha mich angegriffen hat. Okay. Ja, das mit den Piranhas kennen wir doch irgendwo her. Dreckskackvieh. Pass auf. So. Wir müssen Speer herstellen. Was fehlt mir dafür? Holz. Oh. Na gut, der Piranha ist schon weg. Oh, da lag Holz. Okay. Ist verschwunden vor meinen Augen. Ja, das ist ja immer nur irgendwie 10 Sekunden haltbar oder so. Das. Oh. Ey, hier kommst du echt nicht voran. Warum? Rechts ein Wolf, vor mir ein Spino. Kannst du voll vergessen, ey. Das ist ja. Ich sehe Triceratops. Oh. Cool. Ich versuche mir jetzt einfach am Spino vorbeizuwagen. Ist besser als der Son Goku Wolf. Der Son Goku Wolf? Ja, der ist ja, hier. Ja. Ja. So, zeig mir hier. Ach, oh. Ach nee, die Spinne ist doch nicht auf die andere Seite. Die springen jetzt hier alle herum. Also sind einfach nur ein bisschen weiter weg und der andere ist wahrscheinlich näher ran. War ein Zufall. Okay. Na gut, geht ja noch. Na ja, dann. Was soll denn das? Hier ist alles voller Spinos und... Gottes Willen, hier kommst du ja gar nicht voran. Ja. Drei Spinos auf einem Fleck. Na ihr? Es kann ja auch, wäre ja auch irgendwie unrealistisch, wenn es einfach wäre, hier zu überleben. Ups. Ich komme jetzt erstmal einen Kampf an. Zwischen einer Spinne, zwischen einem Nacktmull und einer. Ein Skorpion. Aber der Skorpion hat verloren. Super. What the fuck? Ich hab doch nur zugeguckt. Es tut mir leid, ich bin kein Spanner. Richtige Arena hier, ey. Jetzt prügelt sich der Nacktmull mit dem Spino. Ich bin gespannt, wer gewinnt. Wenn der Spino, wenn der Nacktmull gewinnt, ne? Ja, dann wird der Spino auseinandergenommen. Ja, wenn der Nacktmull verliert, dann kann ich leider nichts machen. Das sieht so aus, als würde der Spino gewinnen. Der hat noch gar keine Kratzer, wobei der Nacktmull auch nicht. Oh, der Spino hat Kratzer, aber der Nacktmull ist tot. Jetzt tötet er einen Parasaurus, den ich gesehen habe. Hat einen Baum gefällt. Super. Und jetzt kommt der Skorpion und greift den Spino an. Ja, Skorpion, bring ihn zu Ende. Los. So ein Spino wäre ganz cool. Aber der ist anscheinend sehr stark. Der wäre richtig cool. Aber irgendwann sind wir auch stark. Irgendwann können die uns alle gar nichts mehr. Das ist halt immer so gemein. Am Anfang
Dann steht man immer so da und denkt sich so, guck mich nicht an, guck mich nicht an. Und irgendwann ist es vorbei. Tja. Na gut. Ich würde mir auch gerne so einen Wolf oder Schakal oder was auch immer das ist, tamen, aber die laufen immer in der Gruppe rum. Ja, das ist blöd. Die ist ein bisschen uncool. Ja. Ups. Ich schlage mal die Tür, statt sie zu öffnen. Schön. Ups. So. Ganz viele grüne leuchtende Steine. Yay. Ist auch ein cooler Platz zum Bauen, ey. Wer erstmal die grünen Steine entfernt hat. Okay, keine Ahnung. So, wie komme ich jetzt lebend hier raus? Das ist eine gute Frage. Ich muss, glaube ich, nochmal durchs Wasser. Das, oh, da ist sein. Der Piranha. Ich hab voll die Arschkarte. Yeah. Ich bin umzingelt von irgendwelchen Viechern, die mich alle töten wollen. Was sollen die Scheiße? Hm. Aber vielleicht kann ich den Piranha anlocken und töten. Wer weiß. Oh, siehst du mal. Kein Piranha da. Okay. Ich habe noch keinen Parasaurus gefunden. Außer den, der gestorben ist. Ich muss zusehen, wie er stirbt. Super. Voll schrecklich. Oh, das glaube ich. Gott, ey, Level 58 ist der Penner schon. Ja. Nicht schlecht. Also man kann schon gute Dinos haben, ne? Ja. Hat auch ewig gedauert zum Tamen, also ganz ehrlich. Ja. Was gibt man solchen Fliegeviechern? Lege eine Batterie ins Inventar, um sie zu laden. Alternativ kann auch ein Tier auf deiner Schulter geladen werden. Ach, die kann man gar nicht zähmen. Kannst damit die Batterie von deinem Viech aufladen. Okay. Mit was? Ja, mit den Glühwürmchen. Ach so. Ach so. Das ist natürlich auch cool. Ganz ehrlich. Momentan denke ich drüber nach, einfach zu leveln und auf den Parasaurus zu scheißen. Dann einfach auf meinen Raptor zu springen. Weil ich bin jetzt Level... Oh Gott, ich bin Level 11. Das sind noch 5 Level, glaube ich. 16 habe ich gesagt oder 18. Ich weiß nicht mehr, aber ich glaube eher 18. Also es lohnt sich schon noch. Ich gehe einfach los und töte ein paar Viecher. Level ich schnell. Hyänen. Oh nein, die Son Goku-Viecher sind näher rangekommen. Uncool. Irgendwann müssen wir uns verteidigen. Wir sind umzingelt von diesen Son Goku-Dingern. Wir haben eigentlich keine Möglichkeit, als sie später aus dem Weg zu räumen. Das stimmt. Ich esse erstmal ein Stück Schokolade. Nicht. Sonst schmilzt mir das weg. Das ist schon nämlich ziemlich, ja. Ziemlich weich. Extrem weich. Tja, dann musst du es in den Kühlschrank legen. Nö. Mr. Flauschig isst es sonst auf. Will ich nicht. Das stimmt. Was? Raptor Level 24, oh Gott. Oh Gott. Erstmal töten. Wen? Raptor Level 24 töten. Du? Ja, ich bin gerade am Töten. So kannst du ihn töten? Mit meiner Bola. Töte dich doch. Er ist tot. Der Raptor ist tot, echt krass. Ja, ich habe ihn mit der Bola gefangen und dann einfach zugestochen, ne? Easy going. Ja. Das ist ein Parasaurus, aber läuft vor irgendwas davon. Schmeckt mir nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist nie gut.
Ich finde es immer süß, wenn Dinos einem hinterherlaufen. Ich frage mich, was ein Skorpion frisst. Käfer? Mir geht echt alles kaputt, ey. So schrecklich, wenn Sachen kaputt gehen. Ich will wieder Eisensachen haben. Ja. Gott, das ist so nervig, wenn so ein riesendickes, fettes Trampeltier durch die Gegend läuft. Du kannst nichts machen, weil du nichts siehst. Wie hattest du den beim letzten Mal eigentlich weggescheucht? Wen? Das Trampeltier. Ich habe ihn angegriffen und bin weggelaufen. Okay. Oh nein. Sag nein. Was? Ach so, war ein Raptor, alles gut. Yay! Wir haben ein Dach, wir haben ein Dach, wir haben ein Dach, Oha. wir haben ein komplettes Haus. Eine Nice. Schleuder. Willst du eine Schleuder haben? Ja, ich glaube, damit kann ich nur betäuben, ne? Wenn ich das Jo. letzte Mal richtig verstanden habe. Jo. Keine Ahnung. Ich nehme die Schleuder einfach mal mit, für den Fall der Fälle. Ja, kann ja Ja, nicht schaden. hier lag ein toter Raptor, der hatte das dabei. Nehmen wir sie Oh, mit. und okay, da ist er. Dich habe ich doch gesucht. Nee, das ist ein Carnosaurus, ein toter. Hä? Okay, nehme ich mit. Toter auch noch. Ja. Okay. Wieso nicht? Gerades Zeug. Da stellt sich mir nur die Frage, was sie getötet hat. Kann die Maulwurfsratte gewesen sein, dass der hier amok gelaufen ist? Du, das kann alles Mögliche gewesen sein. Na, du, wenn. Du weißt doch, wer ihm das Ding klaut, der ist dann schuld. So, Stufe 12. Ja, bin ich auch schon. Hehehe. Holzkäfig, ja gut. Holzpfeiler könnte ich bauen, damit wir unser Haus vielleicht erweitern können später. Ja, ich weiß noch nicht, ob wie gut die funktionieren dann. Also auf der Höhe. Nicht, dass die nachher noch viel höher sind als das Fundament oder so. Dann ragen sie halt aus dem Boden heraus. So. Ich werde das auf jeden Fall erstmal in unser Haus Fackeln reinstellen. Damit wir auch was sehen, wenn es Nacht wird. Böser Skorpion. Ich töte dich erstmal. Wenn ich mich recht erinnere, hat er, glaube ich, verdorbenes Fleisch gefressen. Der Skorpion? Okay. Ja, dann. So. Oh, noch eine Schleuder. Und 13 Pfeile. Ich mag das, wenn die Loot für mich haben. Das ist cool. Das glaube ich. Ich stock hier meine Pfeile auf, indem ich sie töte. So. Ich sag dir, mit Metabola bin ich unbesiegbar. Es sei denn, es kommt ein Tier, was nicht mit Metabola gefangen werden kann. Dann laufe ich aber. Ja, und stirbst danach. Juhu. So, Fackeln sind versorgt. Das heißt, wenn wir mal innen drin Licht brauchen, wenn es dunkel ist, dann haben wir jetzt auch Fackeln. Nice. Ja. So. Bin auf Forschungsreise. Ganz alleine. Ich höre hier irgendwas trampeln. Irgendwie in meiner Nähe. Ich habe irgendwie Angst. Es könnten auch meine Füße sein. Ich weiß es nicht. Weil ich nichts sehe. Das macht die ganze Sache jetzt nicht besser. Ja, ich mache eine Forschungsreise und suche ein Parasaurus. Alle Ach Parasaurus, so. die ich momentan sehe, sterben. Das ist verflucht, ey. Das ist blöd. Ach, herrlich. Ja, ich überlege jetzt, was ich als nächstes erforsche. Vielleicht werde ich auch eine kleine,
weiß ich nicht, versuchen irgendwie eine Reise zu starten. Ja, ich weiß nicht, für eine Viertelstunde lohnt sich das noch? Nee, natürlich nicht. Also jetzt werde ich erstmal noch ein bisschen hier Material zusammensuchen. Alle Bäume, die wir jetzt so haben, erstmal nochmal fällen, damit wir wieder noch ein bisschen Stroh haben. Weil das ja immer sehr Mangelware war bisher. Einfach ein bisschen die Truhen füllen. Kann ich unser Haus von hier aus sehen? So rein theoretisch müsste es da sein. Ich kann es zwar nicht sehen, weil es nicht gerendert ist, aber irgendwo da hinten ist es. So. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir beim nächsten Mal dann eine Entdeckungsreise machen oder so. Ja, aber vielleicht ohne unsere Viecher. Weil die werden hundertprozentig dabei draufgehen. Meinst du? Wie immer. Immer wenn wir Forschungsreisen machen, sterben die. Naja, aber ich meine, wenn ich würde erstmal, ich würde erstmal warten, bis wir die Raptoren reiten können. Ja, gut, okay, stimmt auch wieder. Können wir uns ja, dann müssen wir uns noch ein bisschen was überlegen, was wir vielleicht bauen können oder so. Oder eben kleine Tiere töten so lange. Damit wir leveln. Huch, hier ist ein Artefakt oder so, hier leuchtet irgendwas. Gehen wir da hin. Cool. Stimmt, die einsammelbaren Sachen. Die Leuchtdinger. Ja. Haben wir keine einzigen gehabt, ne? Nein, bis jetzt noch nicht. Mal gucken, was das hier ist. So. Versorgungskiste, Level 25 erforderlich, ja. Ach stimmt, die Dinger, stimmt, davon haben wir wirklich noch keinen einzigen gehabt. Krass. Oh, ich habe tatsächlich einen Baum vergessen. Oh, ich sehe einen Parasaurus. Ja, weißt du, was so schrecklich ist? Ne? Genau davor ist ein Rudel. Hier kann ich also auch vergessen. Ja, Wölfe. Keine Ahnung, was das ist. Und what the fuck ist das? Irgendwie eine Riesenschlange. Okay. Hier wirkt gerade irgendwas. Okay. Edelsteine! Edelsteine! Ja, auf jeden Fall müssen wir noch Metall finden, weil ich meine, wir haben zwar ganz viel Kristall bei uns, aber nicht ein Stück Metall oder so. Das wäre auf der anderen Map irgendwie ein bisschen einfacher zu finden. Huch, oh. Die wollte ich nicht werfen. Ich glaube, ich weiß, was die Schlange wirkt. Die liegen überall tote Dodos rum. Okay. Kannst du sie wenigstens einsammeln? Ja, die ist ja beschäftigt. Cool. Ja gut, der Bär lässt mich aber wahrscheinlich nicht weitermachen. Okay, was hast du jetzt? The fuck? Was hast du? Nein, okay, die Schlange. Oh. Basilisk. So, kann ich da irgendwo in der Nähe spawnen? Ja. Alter. Ich versuche mal da in der Nähe zu sporen. Ja, genau, zu sporen, ja. Meine Leiche wieder zu finden. Ach Mensch. So. Ich bin am Wasser, cool. Das gefällt mir gar nicht. Wieso? Wasser ist doch cool. Hey, cool, eine neue Schlange. Oh. Hast du mich jetzt verfolgt, oder was? Ja, okay, ich bin so gut wie tot. Du bist tot. Okay. WTF? Such doch nur mal eine andere Leiche. Die Spinne ist eklig und ich habe Angst vor ihr. Die springt da immer noch im Wasser rum. Ja, die hat Spaß. Sie hat wirklich Spaß und ich habe Angst. Nein, da laufe ich nicht lang. Tschüss. So, da ist der Basilisk. Nummer 2. Ich suche aber Nummer 1. Oh, jetzt brauche ich erstmal Orientierung. Ach, ich war da oben. Shit. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wo ich hin muss. Yay, yeah, ich bin durch die Pilze gelaufen. Kacke. Okay. Das ist blöd. Ich halluziniere. Das ist eine springende Spinne.
Die ist echt. Das ist keine Halluzination. Der ist jetzt echt kacke, ey. Warum komme ich da gar nicht hoch? Ah, ich muss nochmal sterben. Super. Okay, ich sehe hier zwei Krokodile, ein Manta und ein Spino, die irgendwie im Kreis schwimmen. Ja, cool. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass einer den anderen jagt. Das wäre es ja so, der ewige Jagdkreislauf. Oh. Ach Gott, du fettes Vieh, ey. Hau doch mal ab. Du nervst. Wirklich ganz ehrlich, aber so ein Vieh müssten wir eigentlich zähmen, ne? Das wäre geil. Was? Na, dieses, der hier so zu Hause Erdbeben verursacht. So ein Nacktmull oder was? Nein, der verursacht ja keine Erdbeben. Der Nacktmull ist außerdem viel, viel kleiner. Ach so, so ein Stampfding. Ja, genau. Ach so. Um noch professioneller zu sein, kann man nicht lesen, weil der Bildschirm wackelt. Okay, das ist eine Schildkröte gerade von oben nach unten geflogen. Finde ich interessant. Bleib doch mal stehen, damit ich das lesen kann, Mensch. Ist unglaublich. Verschlimm. Was? Paracetarium oder was auch immer. Keine Ahnung. Ich glaube, irgendeins von den großen Dingern konnte man noch füttern. Also der sah jetzt nicht so aus, als ob ich... Achso, du kannst ihn nur füttern, wenn du die richtige Nahrung bei hast, ne? Wobei, man bekommt es ja sonst angezeigt. Ja, und da steht immer eine Info. Wozu bin ich jetzt gespawnt? Aber, der hat nur Level 4. Und der steht natürlich genau neben einem Baum. Es gab doch irgendwie auch eine Map, oder nicht? Ach, da. Okay. Gut, dass ich nicht weiß, wo ich bin. Ja, gut. Die Map bringt mir einen Scheiß. Ja. Das Problem ist, ich habe nicht ewig Zeit, meine Leiche wiederzufinden. Ich meine, so tragisch ist das nicht. Außerdem werde ich gleich zerfleischt von drei Raubsauriern. Oh yeah. Ja, finde ich wir auch haben gut. Doch, nein, wir haben doch Metall am Strand. Ja? Sehr gut. Mhm, haben wir. Das war ein schönes Abenteuer. Ich bin gestorben. Ich weiß jetzt nicht, wo ich bin, weil wir kein Bett haben. Dabei habe ich es extra gelernt. Habe es nicht gebaut. Aber ich glaube, ich bin jetzt wieder bei uns. Wo ich ja eigentlich nicht sein will. Ich will auf der anderen Seite sein. Okay. Ja, Freunde, und das war's auch schon für heute. Meine Reise ist noch nicht zu Ende. Ich muss ja meine Leiche noch finden. Ob ich das hinkriege, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich hätte vielleicht ein bisschen überlegen sollen, weil der Weg vollgepflastert war mit Leichen, aber man denkt sich einfach nur, hey, gratis Loot. Und dann, das ist so, als hätte dieser Basilisk Brotkrümel für mich gelegt, damit ich in seine Falle tappe. Ich bin nicht schlauer als ein Affe, Freunde. Und mit dieser Erkenntnis beenden wir die Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.